Ohne Kennzahl gibt es keine Team-Performance in einem Scrum. Wenn du immer noch der Überzeugung bist, dass durch Liebhaben und jeden Morgen im Kreis aufstellen vor dem Kanban-Board absolut ausreichend ist, damit dein Scrum-Team endlich mal den Output liefert, den es liefern kann, dann bist du vollkommen lost. Kennzahlen ist das Einzige, auf was es in einem Scrum-Team ankommt. Und jetzt kommen wir nicht mit, es gibt keine Zwischenmenschlichkeit. Die Zwischenmenschlichkeit kann man auch messen. Mitarbeiterzufriedenheit, ein ganz wesentlicher Punkt. Du musst in deinem Scrum-Team Kennzahlen einführen, am besten noch mit Dashboards und die monatlich tracken. Dieses Gefühl von Entwicklung bringt dein Team massiv voran. Dein Team wird es lieben zu sehen, wie es besser performt. Du wirst besser verstehen, auf was du optimieren musst, wo gerade Fehler in deinem Team liegen. Deine Stakeholder kriegen endlich mal tiefes Vertrauen in dein Team, wenn die sehen, dass sich die Kennzahlen ins Positive entwickeln. Und weißt du, was das Lustige ist? Dein Team vertraut dann auch auf einmal den Stakeholdern. Was, du bist überrascht? Woher weiß ich, dass die Stakeholder in deinem Team kein Vertrauensverhältnis haben? Naja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Du hast einfach keine KPIs in deinem Team. Für die einen, vergiss den ganzen Coaching-Quatsch und guck, dass du Kombination fährst aus der Zwischenmenschlichkeit und dem quantitativen Ansatz der Kennzahlen. Dann wird dein Scrum-Team mehr als erfolgreich werden.